Oh, tut das gut. Na, krieg ich da auch Durst jetzt? Ich mute mich mal kurz, ich muss mal nochmal Nase putzen. Früher gab es ja Schweppes nicht in Siro. Da bin ich ja froh, weil ich liebe Schweppes. Und nicht alle Sorten, aber viele. Ich kann das toppen. Ich trinke gekauftes stilles Wasser, dafür schau mich auf. Ja. Weil du kannst ja auch aus der Leitung trinken, ne? Ja, aber immer, ne? Ih, du trinkst ja Zero. Das ist ja so, schmeckt ja so eklig, der Süßstoff. Und, ja, hau dir weiter die Zuckergetränke rein, dann kriegst du auch Diabetes. Und dann musst du auch mit Süßstoff trinken. Ganz einfach. So ist das. Ganz ehrlich, ich finde da überhaupt keinen Unterschied dran. Und ich glaube noch nicht mal, dass die das merken würden, wenn du den ein Glas damit und ein Glas damit hinstellst. Oder wenn du den einfach mal eins mit Süßstoff hinstellst, dass die das merken würden. Ja, könnte man, aber das Wasser hier schmeckt eklig. Ja. Ey, wo war denn das, wo ich zu Rea war? Das war zwar Trinkwasser, aber das war halt, schmeckte halt nach Chlor. Das kenne ich hier nicht, ne? Und, nee, das ist sehr eklig. Und damit haben die auch die Wasserspender da gefüllt. Ich hatte dann diesen kalten Tee mit, also diese Teebeutel, womit du kalten Tee aufmachen kannst. Hier habe ich 4 Packungen in meinem Koffer gehabt und habe damit die Wasserflaschen dann da halt, die du da kaufen konntest, habe ich mir dann jeden Tag so 3 Liter Tee gemacht damit. Dann ging das einigermaßen. Mein Bruder trinkt auch Siro, weil Altersdiabetes, und ich schmecke Siro sofort raus. Echt? Keine Ahnung. Also ich schmecke das, kann da nicht so wirklich einen Unterschied feststellen. Na, okay. Bling, bling, bling. So, das haben wir alles, ne? Was haben wir denn hier überhaupt? Krabben, auch nochmal hier. Hier Schnecken, sowas, Krabben. Obwohl, das sind alles Krabben in unterschiedlichen Häuschen. Hier in der Dose. Dann haben wir hier ist auch irgendwie so ein Geschnörkel an der Decke. Aber ich trinke nichts, was es auch in Zero gibt. Trink von zu Hause wenig was Limo. Achso, okay. Ja, mir ist Wasser zu langweilig. Ich brauche immer, oder halt irgendwie im Winter dann, ne, einen schönen heißen Tee, aber auch dann mit Süß. Jetzt bin ich auf diese blöde Taste gekommen. Welche waren das nochmal, dass das nicht frei bewegbar ist? Ne, das war drehen. Ah, okay. Ich vergesse im Stream immer zu trinken. Das ist nervig. Ich merke dann immer, wenn ich so einen trockenen Mund habe. Wenn ich jetzt die Aufnahmen mache, ne, dann geht ja eine Aufnahme eigentlich so maximal eine halbe Stunde, manchmal auch ein bisschen länger. Und da habe ich mir dann immer schon angewöhnt, zwischen jeder Aufnahme eine Pause zu machen,
mal kurz aufzustehen, dass man sich nicht so eckig sitzt, ne, und immer einen Schluck zu trinken. Aber ich kann ja beim Stream hier nicht jede halbe Stunde aufstehen. Ich mache ja mehr Pausen, als dass ich streame. Ich packe mir hier und da ein bisschen Sirup oder diese Hodipulver-Sachen ins Wasser. Ah ja, okay. Ja, ich brauche ja Kohlensäure, sonst ist mir das zu langweilig. Ich weiß auch nicht. Also Getränke, bis auf Tee, so ein warmer Tee, brauche ich immer Kohlensäure, wenn ich kalte Getränke trinke. Ich habe dir gerade einen Link über Steam geschickt, wo ich meine zuckerfreien Getränke sage. Ach so, alles klar, das gucke ich mir mal an. Dankeschön. Ach, du bist schon sauber. Ich habe gewartet, bis du Kling machst. La 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 la. So, dann haben wir hier. Deswegen auch so manche Streamer, aber okay, die machen das natürlich auch. Dann die das machen, machen das dann auch vollberuflich. So 12 Stunden Stunden-Streams oder ein Zarathon oder so, das würde ich nie hinkriegen. Überhaupt nicht. Boah. Ich bin ja nach 4-5 Stunden schon platt. Obwohl, ich muss mir das mal aufschreiben, weil ich muss die Steam-Freundschaft, Freunde-Dings muss ich extra on machen, weil ich habe das ja, wie gesagt, immer offline, damit ich das nicht vergesse. Steam, Zucker, Getränke. Ich habe auch entdeckt, es gibt, oh, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Hole ich mir auch immer als Sirup. Es gibt so einen ganz leckeren O-Saft, der hat auch Kohlensäure drin. Und den gibt es auch als Sirup. Den gibt es aber leider hier in den Supermärkten nur mit Zucker. Und ich habe einen Getränkedienst gefunden im Internet. Da bestelle ich mir den O-Saft immer als Sirup. Mensch, wie heißt denn der? Habe ich gestern erst eine Flasche getrunken. Glaubst du? Wie gesagt, man ist da im Kopf so Matsche. Ich bin also nach der Arbeit, bin ich auch immer froh, dass ich zum Feierabend dann immer noch weiß, wie ich heiße. Weil du kriegst auf der Arbeit so viel Information reingeballert, dass du schon, wie gesagt, froh sein kannst, dass du noch weißt, wie du heißt zum Feierabend. Und dann ist doch kein Wunder, dass du andauernd Sachen vergisst. Steht im Wohnzimmer, weißt du, bei den Getränken. Wenn ich nachher in der Pause dran denke, gucke ich mal. Der ist so lecker. So. Da kosten 12 mal 0,5 Liter. Das ist ja. Ich muss ja auch zuckerfrei haben, wenn aber. Es gibt ja mittlerweile Sirup. Alles okay. Dieser O-Saft, von dem ich gerade erzählt habe, das sind auch halbe Liter Flaschen. Und die nehme ich dann auch immer mit zur Arbeit. Das ist total gut. Weil das ist besser als so eine Literflasche. Dann geht auch die Kohlensäure nicht so schnell raus. Weißt du, bis auf den Ginger Ale, wo ich beim letzten Stream von erzählt habe. Also in dem Ginger Ale war ja so viel, so viel Kohlensäure. Wie gesagt, ich wollte ja auch wieder Ginger Ale bestellen bei der Flaschenpost gestern, aber die hatten nur Tonic, dann hier diesen Wild Berry und Bitter Lemon als Zero von Schweppes. Bitter Lemon mag ich auch gerne, aber kann ich von Schweppes nicht mehr trinken, weil da diese ganzen Stückchen drin sind. Das kann ich nicht haben.
Und dann musst du die Flasche immer erst irgendwie schütteln und das finde ich irgendwie eklig im Trinken. Das haben die irgendwann mal geändert. Da muss ich dann lieber nochmal nach dem Zero gucken vom Billig. Netto hat den zum Beispiel. Im Billig. Aber das sind gleich wieder 1,5 Liter Flaschen. Das ist anders. Aber das hört sich gut an. Da muss ich mal gucken, was die so alles so für Sorten haben. Und das wird dann ganz normal mit DHL oder so geschickt, ja? Also wie gesagt, da wo ich diesen O-Saft bestelle, der macht das dann auch über DHL. Habe ich das der fertig? Jawohl. Also so 0,5 Liter Flaschen finde ich ideal. Am besten, wie gesagt, um das mal auf die Arbeit mitzunehmen. Du musst auch nicht so schleppen. Kohlensäure bleibt drin und auch so für die Nacht ans Bett zu stellen. Kommt innerhalb von 2 Tagen. Ja, okay, super. Da gucke ich gerne mal rein, was der so alles hat. Ist das ein? Ja, okay, der muss hier Pling machen. Der muss. Ja, danke schön. Der. Super. So, das Teilstück muss auch mal Pling machen gleich. Bitte, 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 bitte. Ja, sehr schön. So, dann haben wir die Wand noch und die Decke ist hier irgendwie das See. Ah, das ist ein Seepferdchen. Okay. Das ist extra. Okay. Da. Irgendwie ist ja bald August, da kann man ja schon mal Weihnachtslieder summen, ne? Mann, 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 ey. Aber wieso? Im September sind ja schon Weihnachtsleckereien im Supermarkt, also so schlecht bin ich da gar nicht.
So, dann haben wir hier nur noch die Decke. Bei dem Wetter könnte man ja glatt auf die Idee kommen, Herbst, Ende Winter, ja. Ich trinke noch mal. Ich muss mir das echt angewöhnen, beim Streamer mehr zu trinken. Bei Twitch gibt es ja hier diesen Befehl, Wassermarsch, das heißt trinken. Weil ich bin da wohl kein Einzelfall. Ich habe jetzt echt gedacht, hier ist irgendwie noch so ein gelber Rand oder so, ne? Aber das ist ein blauer Rand. Ich guck mal raus. Oh Gott, das ist jetzt. Ey, das ist richtig grau und diesig draußen. 23 Grad haben wir heute, aber irgendwie so, weiß ich nicht. Geregnet hat es heute noch nicht, ist aber angesagt. Ist das so ein bisschen eingefasst? Ja, ist so ein bisschen eingefasst. Okay. Hier gießt es schon seit Stunden, ja. Das ist ja normal bei dem Sommer. Aber wenn ich dann morgens mal Auto fahren muss zur Arbeit, verstehst du? Dann ist die Sonne da und dann steht sie ja noch so tief, dass sie mich dann total blendet. Immer bewölkt, verstehst du? Aber wenn ich Auto fahren muss. Lala. Kann ich irgendwo hochhüpfen? Nee. Dass ich näher an der Decke bin. Ein bisschen hartnäckiger an der Decke, muss ich sagen. So ein bisschen. Aber ich komme. Hier geht's hoch. Ah, wenn man näher dran ist, geht's besser. Aber ich benutze auch die Verlängerung nicht so ganz so gerne, weil dann der Strahl auch irgendwie nicht so breit ist und irgendwie auch nicht so intensiv, habe ich das Gefühl. Oh, ich habe 20%. Das Crab Bay Marine Life Conservation Center wurde 1904 von dem örtlichen Wohltäter Phil Anthrop eröffnet. Na, was mich das interessiert, aber danke, dass du mir das gesagt hast. Der Legende nach wurde er von seiner weinenden Tochter inspiriert, die am Strand eine fünfbeinige Krabbe fand und verlangte, dass etwas unternommen wird. Aha.
Bist du fertig? Was auch immer der wahre Grund war, Phils Geld hielt den Laden in den ersten ungefähr 20 Jahren am Laufen. Okay, wir sind hier im Flachgewässer und dann gucken wir jetzt mal, ob ich hier irgendwas vergessen habe. Flach, 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 flach. Flachgewässer. Flachgewässer ist alles sauber. Okay, das sieht doch auch schon anders aus. So, dann haben wir hier ganz links, rechts die Becken. Ich glaube, ich fange mal mit den Becken dann an. Und hier ist schon das Neue, ne? Nee, das ist noch Tunnel, aber hier ist auch irgendwie eine Grenze oder sieht das nur so aus? Nee, hier ist eine Grenze. Ach, das ist Tunnelfelsboden und das ist Tunnelboden. Also ist hier schon was Neues. The Ocean. Und hier geht dann der Ozeanraum los. Okay, was ist das eigentlich hier für eine... Du kannst hier einen Kopf durchstecken zum Fotografieren, aber das sieht irgendwie... Ah ja, okay, das ist sowas zum Kopf durchstrecken und fotografieren. Ja, so, dann fangen wir hier mal an. Guck mal, der Unterschied, ne? Hier so leuchtblau und herrlich und dann. Deswegen, ich finde das immer wieder toll, was hier nach dem Putzen bei rauskommt. So, dann lass mal Cookie Lookie machen. Bling. Da ist ja ein Seepferdchen drin. Hallo. Und noch eins. Und da hinten ist auch noch eins. Seepferdchen waren ja Zwitter, ne? Die befruchten sich doch irgendwie selber oder so. Irgendwie war da was. Na, was ist hier drin? Oh, diese Clownfische. Und nochmal Seepferdchen. Hier sind gar keine grünen Pflanzen drin, Anna. Hier ist so eine Koralle. Und der Rahmen. Kling, kling. Es ist ganz selten, dass man im Powerwash Simulator, ne, was so zum Angucken, was animiert ist. Toll. Was haben wir hier? Ah, das sind hier diese, oh, wie heißen die? Irgendwas mit S, diese Plattenfische. Oh. Namen vergessen.